Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von StarCraft 2 mit dem Christoph. Hi. Wir gönnen uns nochmal ein 1 gegen 1 hier, also richtig hart. Ich weiß, ich hoffe, dass hier alles funktioniert, weil ich nebenher gerade noch Battlefield downloade. Ansonsten schiebe ich es einfach auf den Download, dass ich hier verliere. So. Kannst du mal deinen Toaster vielleicht ein bisschen beschleunigen oder sowas hier? Das ja, ich habe ihn gerade auf angemacht. Ah, okay. Das ist sehr schön. Einigermaßen. Ja, ich merke es schon. Gut. Ich bin bereit. Mal gucken, was ich bin. Also wir haben beide Zufall genommen. Das heißt, oh, wow. Hä? Nichts, alles gut. Also, okay. Es geht los. What the fuck? Hä? Kann ich es machen? Wie, du kannst nichts machen? Willst du mich trollen, oder? Ich kann keine Einheiten auswählen. Nein, du lügst doch. Nein. Ich kann nur pingen, quasi. Das ist doch. Nein, das kann nicht sein, Alter. Warte, ich klicke nochmal drauf. Ich hab mal einmal rausgetappt, reingetappt. Jetzt kann ich's. Hä? What the fuck? Okay, Vorteile. Okay, Vorteile wurden generiert, Leute. Wir müssen Gas geben. Also, ich weiß. Ich kann's dir nicht sagen. Ich hab nichts verändert, eigentlich. Ja, ist gut, das geht's ja auch. Keine Ahnung. War halt vielleicht ein bisschen buggy einfach. Danke, Blizzard. Das hat er Vorteile. Danke, Blizzard. Wenn er schon nichts kann, das hat auch noch Vorteile. Ich glaub's ja nicht. Ja, wahrscheinlich haben sie das mit Absicht gemacht. Ja. Aber weißt du, wie... Wir sehen, dass die zwei Grandmaster... die Goldenen. dass die hier spielen, dachten sie so, boah, Alter, da müssen wir... Das wäre zu krass. Da müssen wir erstmal richtig Gas geben, ey. Genau. So, sehr schön. Okay. Gut ist, ich weiß ja ungefähr, wo du spielst, also von dem. Jetzt wäre der Plot Twist, du bist direkt unter mir eigentlich. Wäre schon ein bisschen lustig, ne, aber... Ja, aber das wäre nein, das wäre überhaupt nicht lustig, weil ich dann hart verloren hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Guck bei dir. Alter, ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt einfach. Das ist halt heftig, wie man da aus dem Game rauskommt. Wie war das nochmal? F2 waren alle Angriffsunits, gell? Genau, F1 alle nicht genutzten normalen Einheiten. Ah, du bist auch Zerg. Ja. Ich bin auch ein Zerg. So, gut. So weit, so gut schon mal. Zack. Tatsächlich. Bitte? Ging bei mir tatsächlich, weil es nicht so... Nee, das war ja auch nur so ein bisschen Spielereien, ja. Spitten. Na ja, gut, okay. Ja, du hattest halt, das ist halt der Vorteil, wenn du Zerg gegen Zerg spielst. Du hast halt die Queen. Ja. Die ist halt übel strong, man kann es einfach nicht anders sagen. Na du? Ich bin gleich fertig, okay? Hm? Was? Alles klar. Metamorphose abgeschlossen. Sehr schön. Oder sicher Tipps von seiner Freundin. Ja, weißt du, was ich mir für Tipps geholt habe? Keine Ahnung, will ich das wissen? Nee, willst du nicht wissen. Ach so sieht es aus, okay. Du bist, machst das jetzt solche Action her schon. Das finde ich aber nicht so cool von dir, gell? Was mache ich? Zack. Mach irgendwas, aber ich habe keine Ahnung was. War ganz gut. Lol, du gehst hier voll auf. Okay, voll auf was?
Willst du wissen mit den Zerklingen hier, ey? Bitte? Du willst es aber auch wissen mit den Zerklingen. Alter, ich... muss langsam mal hier ein bisschen die Plays starten, Alter. Oh Gott. Oh, so, jetzt. Alter. Puh. Ist gut bei dir. Ja, ja, so hart. Hast du dich überfordert angehört? Ja, ich bin auch absolut überfordert momentan. das hier brauche ich, dass ich die Dinge hier krieg. Die coolen Kollegen. Alter. Was ist das? Nervig, du mit deinen komischen Kackviechern gerade. So, deine Queen macht jetzt hier erstmal keine Action mehr. Oh nein, du hast schon die Erweiterung, dass die Viecher rausbersten? Oh. Nee. Hey, doch natürlich, die kamen doch gerade hier raus. Ich hab keine Berstlinge gehabt. Nee, nicht Berstlinge, dass die da rausploppen, wenn du... wenn deine Viecher sterben, meine ich. Die hab ich ganz sicher nicht entwickelt. Ist das dann standardmäßig mit drin inzwischen? Ich hab keine Ahnung mehr, Alter. Das Problem ist halt, dass ich dadurch, dass ich halt die ganze Zeit auf Zerg gerannt bin, halt jetzt übelste Nachteile halt hab. Na gut, okay. Das ist schon mal ein guter Start hier, um weiterzumachen. Zack. Hier. Ach komm. Hättest du es doch hier platzieren können jetzt. Dankeschön. Gut. Dann gehen wir da nämlich noch weiter auf die... und dann können wir hier erstmal noch so einen reinholen. Sehr schön. Gut, die gehen dann da rein. Wie lange braucht das denn noch? Ah, das dauert so lang. Was sagst du eigentlich, ist die stärkste Zerg-Einheit, die... oder die stärkeren Zerg-Einheiten, die fliegenden oder eher die... Also von den, glaube ich, Angriffswerten ist der Ultralist die beste, aber... Ja, also die stärkste, aber... Ja, das ist mir auch bewusst, aber ich meine jetzt, ob du eher so in die Richtung sagen würdest, dass die Flugeinheiten halt geil sind, weil die halt dieses Dingzeug machen können. Die können ja hier so... Wie heißt denn das nochmal? Oh, mir fällt der Name gerade gar nicht ein. Ich auch nicht. Dieses Dingzeug, das hat mich jetzt ein bisschen... Ja, da kannst du doch... Es gibt doch diese Ability, dass du da irgendwie die Sachen verändern kannst hier um dich rum. Dass deine Viecher irgendwie schneller sterben oder so, also frag mich nicht. Ich bin überfordert mit dem, was du gerade von möchte. Ja, ich auch. Nee. Deine Dinger da schneller sterben. Ja, du hast so doch, du hast doch so... AOE-Effekte auf die Gegner. Du hast so... es gibt so Flugeinheiten bei den... bei den Zergs und die können, wenn ich es richtig weiß, die Umwelt irgendwie beeinflussen und das gibt dir halt dann irgendwelche Vorteile. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welche Vorteile, weil ich die noch nie wirklich gebaut habe. Welche soll das denn sein? Schänder? Die, wo halt so aussehen wie so fliegende Schlangenviecher. Viper. Bist du schon soweit? Ich dachte, kann die Fähigkeit Parasitenbomben fressen, Schleier verschleppen, keine Ahnung. Ja, genau, wenn du mal guckst, genau, die Viper und dann die Sachen sind halt irgendwie sehr, sehr interessant, möchte ich mal sagen. Sehr, sehr interessant, nicht nur interessant, sondern sehr, sehr interessant. Okay. Da musst du jetzt mal drauf achten. Mutation abgeschlossen. Ah, shit, das ist noch nicht ready. Fuck. Goddammit. Was ist eigentlich dieser Spot hier, den es in der Mitte von der Map gibt? Weißt du das? Welchen Spot genau? Also du meinst diese Augen oder was? Ja, ist das halt einfach Vision?
Genau, wenn du drüber gehst, dann hast du Vision. Also wenn du so eine Einheit da stehen hast. Okay. Kannst du, also, glaube ich, auch Detektor automatisch, oder? Also nicht so extrem wichtig tatsächlich. Ja, ja, wir haben halt nicht wirklich nicht was. Auf unserer Elo. Ja, unsere Elo, Alter, du meinst natürlich Gold. Das ist so gut, dass wir niemals sie als den Elos kennen vom Namen. So muss das. Ja, das hier brauche ich. Super hinterher, ey. Ja, was soll ich denn sagen? Alter, dadurch, dass ich dich halt. Kannst gar nicht so hinterher sein, du hast mich gestern angegriffen. Ja, genau, deswegen bin ich ja hinterher. Ach komm, als ob. Mineralienfeld erschöpft. Die sind so scheiße langsam, die Viecher. Das ist ja echt unholy, ey. So. Brauchen wir Overlords? Ja, genau, das kam bei mir gerade auch, ey, die ganze Zeit. Wir brauchen mehr Overlords. Das wird gerade weiterentwickelt, das ist schön. Dann gehen wir hier drauf, da holen wir das Zeug. Geht eigentlich die Vespingas-Ding auch irgendwann mal leer? Was ist das? Ja, klar. Wenn draufklickt, steht er da auch. Wie viele auch haben. Okay. Auch die sind irgendwann am Ende. Ja gut, das ist halt. Ja, ich hatte Hoffnung, dass die vielleicht nicht drauf gehen, aber. du kannst ja gleich mal hier runtergehen. Okay, das heißt, ich brauch das hier. Läuft. Fuck. Das ist ja teurer. Ja, ist ja teuer. Das ist gut. Kann ich mir davon bauen. Diese Entwicklung dauert immer so lange. Holy shit, du hast aber auch eine ganz schön große Armee. Du gehst echt nur auf die Ding? Nee. Warum stehen dann nur die vorne? Ja, weil die zuerst gebaut wurden. Da standen sie ein bisschen weiter vorne. Also du hast gerade. Den Kampf hast du gerade gewonnen. Möglicherweise hast du auch gerade das Spiel gewonnen. Den Kampf musste ich auch gewinnen. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder zu spät gewesen. Holy moly, what a fight! Warum hast du es nicht durchgezogen? Weil du mich angegriffen hast und ich habe nicht gesehen, mit was du angekommen bist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe halt nur meine Dudes zurückgezogen. Hätte es mir gereicht, durchzuziehen? Also jetzt ehrlich? Vielleicht mit sehr viel Glück hätte ich das noch überstanden, aber sonst. Fuck. War keine gute Idee, jetzt nochmal ranzugehen. Jo. Ja, gerade waren die Einheiten noch nicht da halt, ne? Ich bin jetzt gerade angegriffen, jetzt sind deutlich, deutlich mehr Schaden gemacht. Ja, war dumm. Was hast du eigentlich gemacht, dass deine. Dass deine Dinge diese Säure haben? Normale Attacke von denen bei mir. Ah, fuck, was habe ich denn gemacht? Nein, 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 nein. Halt, 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 halt. Das will ich nicht. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Okay, boah. Normale Attacke? Ja, das ist die normale Attacke meiner Einheit. Die Säure. Okay, wusste ich nicht.
Jetzt weiß ich. Ja, danke. Dankeschön. Das denke ich mir auch so. Das brauche ich als nächstes. Das da brauche ich. Ihr geht hier rüber. Ihr. Mehr. I need more mana. I need more mana. Leute. Was ist los? Nehme ich dorthin? Nee, nee, alles gut. Meine Einheit hat gerade nur hier was Komisches gemacht. Okay. Dann bin ich froh. Ja, ich glaube, du hast so, weil du glücklich bist. Selbst war es jetzt nicht schon einen harten Vorteil, aber. Naja, mehr oder minder. Oh shit, er hat. Oh nein, das habe ich komplett vergessen. Oh, vergessen hört sich immer gut an. Ja, vergessen hört sich echt an der Stelle jetzt ziemlich gut an. Nämlich zwei davon stelle ich hier hin, weil ich nämlich mal wieder keine hatte. Dann schauen wir jetzt einfach mal. So, dann machen wir hier nämlich gleich nochmal hier den hier. Hier machen wir die hier. Okay, ich weiß nicht, was du tust, aber das ist, scheint mir nicht die smarteste Idee zu sein, wenn ich ehrlich bin. Was denn? Und nichts. Oh fuck, jetzt weiß ich, warum ich das machen konnte. Nein! Oh, kacke. Ja, nice. Oh, hey, ich hatte die ganze Zeit schon den Detektor dabei. Ja, oh. Da hab ich nicht drauf geachtet, aber deine Armee war zu groß. Holy moly, hey! Ich hätte zwar noch eine Second Base, aber. Echt, du hattest noch eine? Ja, klar, unten. Okay. Ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, kann ich hier zurück zum Spiel? Ich will jetzt einfach mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt hier vier Bases aufgebaut gehabt. Also meine Main Base, dann noch wirklich komplett drumrum alles nur. Ich weiß nicht, wie du das aufgebaut hast. Ich hatte die oberen beiden natürlich. Ja. Ich direkt super schnell gebaut, die zweite Base. Dann hatte ich noch eine ganz unten links in der Ecke. Hatte ich noch. Da wollte ich eigentlich so ein bisschen Einheiten nachproduzieren und dann später von hinten kommen, aber. Aber du hattest direkt jetzt am Anfang hatte ich kein Glück. Du hattest bei dir rechts die Einheit. Bei dir links die Dinge stehen, oder? Nicht bei quasi mir ganz auf der unten Seite. Links in der Ecke. Also ganz unten links, okay. Weil ich dachte schon, du hättest jetzt ganz unten rechts oder sowas. Dass du halt dann nicht hättest übertöten können. Wenn ich mit meinen Units. Weil ich bin halt immer oben rum mitgegangen mit meinen Units. Ja, das war schon klar, dass man oben rum, dass du den kürzesten Weg genommen hast. Ja, richtig. Darauf habe ich jetzt einfach mal die ganze Zeit gehofft. Puh, war aber auf jeden Fall ein geiles Game, hey, holy shit. Jetzt können wir ja auch mal rausgehen in die Punkteansicht und dann sehen wir ja, wie das vergleichsweise ist. Das war nichts. Ja, das war gut, ey. Aus deiner Sicht war super, hast du recht. Leistung, hier, guck mal, 2077 Leistung Ressourcen im Schnitt. Sorgen sind mit 62 Arbeiter produziert, APM. Alter, was hattest du denn für eine schlechte APM? Hey. Ja, ich habe wie gesagt, wenn man nichts hat, kann man nicht viel klicken, ne? Und stumpf auf den Bogen klicken zum Bewegen, um die APM zu erhöhen, finde ich ein bisschen dämlich, ne? Das geht? Ja klar, du kannst einfach wild rumklicken, ne? Deine Einheiten. Der zählt nur Actions per Minute, nicht kluge Actions per Minute. Aber das Krasse ist, du hast trotzdem fast so viele Units gebaut gehabt wie ich, gell? Ja. Ich habe viele Zerklinge. Diese Zerklinge am Anfang, das war ein bisschen nervig. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du nicht Zergling bist. Ja. Dass du so ein bisschen Zeit hab, aber. Computer sagt nein. Ja, aber du hast doch eigentlich schon relativ zügig eigentlich mir das Ganze denied, muss ich sagen. Also. Ja, weil ich eine Queen hatte. Ja, du warst zu langsam. Ich hatte eine Queen vorher. Theoretisch sollte. Das ist ein bisschen schneller gewesen, als die Queen nicht vorher fertig. Nee, die Queen ist das Erste, was du eigentlich baust, wenn du auf den gehst. Ja, das weiß ich ja nicht. Also, ich habe die Queen schon mit 1,25 gehabt.
du deine erste halt mit 1,59. Aber ja, war trotzdem ein geiles Game. Hat schon echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, könnt ihr uns das ja gerne zeigen. Irgendwie durch einen Daumen, durch Abo. Ihr wisst, was das Ganze ist. Guckt auch beim Christoph vorbei. Oder besser gesagt, bei Because Gaming is Fun. Also beim guten Sascha, Christoph, alle. Und ja. Alle anderen. Alle anderen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.